Ja, hallo, da bin ich mal wieder und es geht ja weiter mit Deponia. Und wir wollten ja schließlich wissen, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe, es ist Clapping Speicher. Nicht, dass es jetzt gleich hoch wird. Gut, ansonsten bleibe ich mal hier kurz stehen. So. Und das war's. Oder nicht? Ach, scheiß drauf. Ich werde jetzt einfach aufnehmen. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Echt? Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? So, wo ist die... Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin! Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flätzchen. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Wie funktioniert das mit den Wartenummern? Fragst du mich das wirklich? Bist du etwa auch auf den Kopf gefallen? Naja, schon. Aber ich konnte mich lässig abrollen. Zu spät, wie es aussieht. Das da hinten ist ein Wartenummernautomat. Da bekommst du eine Wartenummer. Du ziehst eine und dann wartest du, bis sie aufgerufen wird. Die Nummer. Hui, nicht so schnell. Ich kann ja kaum mitschreiben. Richtig, mir wäre eigentlich lieber die an Rezeption als ein Kerl, der verstellt. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Wirklich nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Schrei nicht so, Mann. Echt, das kann man auch netter sagen. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Echt? Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Und zieh eine Wartnummer. Ich hasse Schlangen. Ich hasse Schlangen. Das ist ja viel. Das ist eine Wartnummer. Nummer 66. Was? Fast schon meine Glückszahl. Ja, wie schön. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Genau. Selten so dämliche Hüte gesehen. Stimmt doch. Fassen wir mal an. Der Bürgermeister will was entscheiden? Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Ganz sicher nicht. Rufus? Rufus. Was?
Person wird sich fühle nicht das schöne Mädchen zu Arbeit na befördern. Das ist barbarisch eher gesagt, würde ich sagen. Das Mädchen gehört mir. Das Mädchen gehört zu mir. Was hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden? Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Ja, lass mich. Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und. Ach so. Na dann. Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, ach so, Mist. Jetzt habe ich Hunger. Gemeint. Der Sarkasmus halt. Manche Leute können nicht damit umgehen, manche Leute können das nicht unterscheiden und da kenne ich auch leider viele von. Finde ich traurig. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Der Gremling ist bei ihr. Also ein Gizmo. Wenn ihr wisst, was ich jetzt meine. Also ein Gremling von den Filmen. Gremlings kleinen Monster, wie der ist. Ich glaube, das waren zwei, drei Filme oder so. Ja, es gibt's drei, stimmt, aber ich glaube, ich fand die ersten zwei nur gut. Dritten fand ich voll komisch. Nette Hüte? Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Würde ich jetzt auch sagen, ne? Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Und halb traurig. Ich lieb es. Ich verschwinde. Gut, ich hab mal was anderes vor. Ich werde mal eine kleine Unterbrechung machen und nehme später weiter auf. Ich werde das aber dann zusammensetzen vielleicht, je nachdem. Gut, wir sehen uns später. Ja, so, jetzt, also ich bin's, also wieder natürlich, wer denn sonst? Euer Jackie. Ja, ich habe ja leider kurz unterbrechen müssen, wegen Speichergründen. Ich war unsicher, ob das reicht oder nicht. Bevor das Spiel lag, habe ich gedacht, mache ich mal eine Pause, unterbreche das. Tja, so, was haben wir jetzt? Wir haben Magnete, wir haben eine Nummer, ein Schlüssel. Ich werde mal in den Raum gehen. Goal! Ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Genau. Da ist so Dr. Gizmo. Goal, die. Naja. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin
braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Ja... Google liegt, so wie es aussieht, im Koma, leider. Ich finde die Tagträumerei... Wie friedlich sie schläft, da hilft nur extra starker Kaffee. Also, von Rufus. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müsste sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Ja, das wissen wir. Ich werde sie retten. Ha, viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Ach so. Ach, falls ich ein bisschen leiser bin, was ich nicht hoffe, es ist aus dem Grund, ich habe jetzt mal die Mikrolautstärke ein bisschen runtergemacht. Ich habe festgestellt, dass da ein Piepen irgendwie trotzdem aufgenommen war, wenn man das auf laut stellt. Also, das fand ich scheiße. Ich hoffe, dass es damit behoben ist. Wenn nicht, schreibt es in den Kommentaren oder ich werde das selbst rausfinden. Je nachdem. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr! Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Das stimmt. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Ach Mann, bitte Debber. Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst, vergiss es. Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet. Vergeblich. Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis, aber da lasse ich niemanden ran. Das werden wir ja sehen. Was war das? Zeit für mich zu gehen. Das sage ich schon die ganze Zeit. Ja, ich will einen Notfall melden. Ich höre. Machen wir. Ich habe dein Zwicken im Rücken. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Bettruhe. Scheiß Bettruhe. Ich nenne das halt von 7 Zwergen den 5. Fand ich das witzig, über statt Bettruhe, Brettruhe. Naja. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Echt? Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Dann war das Feuerwerk wahrscheinlich ziemlich groß. Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt,
vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Naja, okay, Rufus ist der Übeltäter immer ständig, finde ich mies. Man versteht ihn auch manchmal nicht, also die Dorfbewohner behandeln ihn scheiße, finde ich ein bisschen. Er will ja nur Gutes tun, aber man nimmt ihn nicht ernst, auch wenn er jetzt, sag ich mal, jetzt sich verpisst oder so will fliehen, sag ich mal. Okay, das ist so oft fehlgeschlagen, da würde ich auch nach einer Zeit sagen, ja, versuch mal, ob es klappt oder nicht, lassen wir uns überraschen. Wenn nicht, würde ich sagen, aber hoffen nicht. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. So, dann würde ich mal sagen... Danke fürs Gespräch. Ne? Nichts zu danken, wirklich gar nichts. Gar nichts, wirklich? Sieht aus wie ein Zombie fast, echt, also ich weiß nicht. Und ich finde es faszinierend, das ganze Spiel ist ja gezeichnet, also mit Computer, Tablet, ich weiß gar nicht, wie das Zeichenprogramm heißt für Computer. Also mit Hand, also ist alles gezeichnet. Da können wir Knopf drücken. Ballons. Das sind Ballons. Offenbar bereitet man sich auf ein Fest vor. Auf nimmer wie irgendwas Ruf? Hä? Ja. Auf nimmer wieder so eine Ruf, glaube ich, steht das. Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. So, dann haben wir das. Dann wollen wir mal einmal zum Doktor hin. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll, mein Nuklear. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern. Denk. Okay, nee. Danke. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. So, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.